Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das ganz frühe SpaceX. Viel Spaß! Es ist unglaublich, mit was für einer Geschwindigkeit SpaceX die Raumfahrt revolutioniert. Und ich denke, jeder, der die Entwicklung rund um das Starship und die Anlagen in Boca Chica, Texas verfolgt, ist völlig baff, wie dort entwickelt, getestet und ja, industrialisiert wird. Diese hohe Geschwindigkeit ist dabei tief in der DNA von SpaceX verwurzelt und war von Anfang an Teil der Firmengeschichte. Auch Teil der Firmengeschichte sind Fehlschläge. Viel wichtiger aber, wie mit ihnen umgegangen wird. Ich habe mir heute eine bemerkenswerte Einzelstory aus der bewegten Geschichte von SpaceX herausgesucht. Wenn du einen Überblick über die Geschichte von SpaceX suchst, dann empfehle ich dir mein Video zur Geschichte von SpaceX. Das verlinke ich dir hier. Ich erzähle dir heute von den ersten beiden Versionen des Merlin-Triebwerks, das heute stark überarbeitet an der Falcon 9 eingesetzt wird, aber ursprünglich die viel kleinere Falcon 1 angetrieben hat. Zu Beginn hatte SpaceX bei diesem Triebwerk auf eine ganz andere Technologie gesetzt als heute. Genau dieser Technologiewechsel hätte SpaceX beinahe das Genick gebrochen. Heute unvorstellbar, aber SpaceX stand ganz dicht am Abgrund. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache und du dir mehr solcher Videos wünschst, dann freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Ja, die Geschichte, die ich heute erzähle, wird auch in dem hervorragenden Buch Liftoff von Eric Berger beschrieben. Ein Link zu dem Buch und dem Hörbuch verlinke ich dir unter dem Video. Ja, das Buch befasst sich mit der Frühphase von SpaceX, der Gründung im Jahr 2002 und der Entwicklung der Falcon 1 und ihren ersten vier Startversuchen. Wenn du dich schon länger mit SpaceX auseinandersetzt, weißt du sicher, dass die SpaceX-Rakete Falcon 1, Falcon 9 und die nie verwirklichte Falcon 5 nach dem Millennium Falcon aus Star Wars benannt sind. Ha, Chris! Nimm das. Haben die Raketen eben nicht Enterprise oder Scotty genannt. Ja, und die Nummer hinter dem Falcon steht dabei für die Anzahl an Triebwerken in der ersten Stufe. Falcon 1 gleich 1 Merlin-Triebwerk, Falcon 9 gleich 9 Merlin-Triebwerke in der ersten Stufe. Und du ahnst es, die Falcon 5 sollte 5 Triebwerke in der ersten Stufe haben. Ich habe ja schon ein Video über das Merlin-Triebwerk von SpaceX gemacht, in dem ich den Antriebszyklus erkläre. Wenn dich Raketenantriebstechnik interessiert, dann schau da unbedingt mal rein. Das verlinke ich dir hier. Die Triebwerksentwicklung bei SpaceX verantwortet Tom Muller, einer der allerersten SpaceX-Angestellten. Mittlerweile ist Tom Muller aus SpaceX ausgeschieden und widmet sich jetzt seiner Leidenschaft den Autorennen. Ich weiß ja nicht, wie Elon das gefällt, aber offensichtlich steht Tom Muller auf Verbrennerautos. Kann man einem Raketentriebwerksentwickler ja auch nicht wirklich verübeln. Es sei denn, vielleicht man hat das elektrisch angetriebene Rutherford entwickelt. Aber ich schweife ab. Das Merlin-Triebwerk ist grundsätzlich erstmal kein besonders ausgefallenes Triebwerk. Der offene Gasgenerator neben Stromzyklus ist so ziemlich das Einfachste, was man bei einer Raketentriebwerksentwicklung machen kann. Ja, ich korrigiere, ein Triebwerk mit einer elektrischen Pumpe oder einer Druckgasförderung anstatt eines Gasgenerators ist noch ein Tick einfacher. Einfach ist natürlich relativ. Ein Raketentriebwerk bleibt ein Raketentriebwerk mit ziemlich extremen Bedingungen. Hut ab vor jedem, der ein Raketentriebwerk entwickelt. Also wenn du Raketentriebwerke entwickelst, melde dich unbedingt bei mir, ich wäre gern dein Kumpel. Aber zurück zu dem, ich gebe zu, ziemlich clickbaity Titel. Ja, um die Erwartungen an diesen Titel nicht zu enttäuschen, haue ich jetzt einfach raus, wie SpaceX beinahe pleite ging. Ja, und die coolen Raketen-Nerds können dann einfach für die Tech-Details ein bisschen dranbleiben. Wie du vielleicht weißt, hat Elon Musk SpaceX mit seinem privaten Vermögen aufgebaut. Und ja, mit über 100 Millionen Dollar war er bei der SpaceX-Gründung 2002 mit gerade Anfang 30 ein wohlhabender Mann. Für den Aufbau einer Raketenfirma war sein Vermögen aber gar nicht mal so üppig. Es waren kurz vorher schon Firmen mit mehr Geld an ziemlich ähnlichen Plänen gescheitert. Und so stand SpaceX Ende 2008 auch tatsächlich kurz vor der Pleite. Nicht nur SpaceX, sondern auch das nicht von Elon Musk gegründete, aber als sehr kleines Startup übernommene Tesla. Die Wirtschaftskrise ging gerade so richtig los und so fehlte es Tesla an Geld, da eine Finanzierungsrunde nicht erfolgreich war. Aber auch SpaceX hatte das Budget, mit dem man es in den Orbit schaffen wollte, überschritten und es mussten bereits 3 Fehlschläge eingesteckt werden. Es wird oft von dem Moment gesprochen, als Elon Musk vor der Entscheidung stand, welcher seiner Firmen er retten sollte. Er hatte bereits den Großteil seines Vermögens in die beiden Firmen gesteckt und nun ging es um den letzten Rest, den er auch noch in seine Babys drücken wollte. Und diese Reste würden dann auch nur für eine begrenzte Zeit reichen. Er stand vor der Entscheidung, das Geld auf SpaceX und Tesla aufzuteilen und möglicherweise beide Firmen sterben zu sehen oder sich für eine der Firmen zu entscheiden und die andere damit dem sicheren Tod zu weihen. Ja, er brachte es nicht fertig, sich zu entscheiden und verteilte das letzte Geld auf beide Firmen. Trotzdem standen kurz vor Weihnachten 2008 beide Firmen vor der Pleite und sein Geld war alle. Die Situation war so kritisch, dass für beide Firmen nur noch für Tage Geld zur Verfügung stand, um Mitarbeiter und Verbindlichkeiten zu bezahlen. Doch
Dann kam für beide Firmen die Rettung. Für SpaceX war das ein Multimillionen-Dollar-Vertrag der NASA für den kommerziellen Frachttransport. Aus diesem Vertrag gingen dann die Falcon 9 und der Cargo Dragon hervor. Dieses Programm gilt als eines der erfolgreichsten Programme der NASA und half, die Frachtkosten zur ISS extrem zu vergünstigen. Also ein Gewinn für alle Beteiligten. Und für Tesla gab es frisches Kapital. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass einer der größten Kapitalgeber Anfang 2009 Daimler war. Aber ich schweife ab. Für SpaceX kann man die prekäre Situation auf den dritten Fehlstart runterbrechen. Während beim ersten Fehlstart der Falcon 1 das Merlin-Triebwerk versagte und sich selbst in Flammen setzte, war der zweite Start der Falcon 1 fast ein Erfolg. Die erste Stufe der Falcon 1 mit dem Merlin-Triebwerk performte wie erwartet und auch die für alle mehrstufigen Raketen kritische Stufentrennung erfolgte problemlos. Auch die Zündung des Kestrel-Triebwerks der zweiten Stufe gelang und es schien, als steht dem Weiterflug in den Orbit nichts mehr im Weg. Ja, doch es kam dann anders und der Treibstoff aus RP-1 und Flüssig-Sauerstoff schaukelten sich im Innern der Oberstufentanks auf. Ein Phänomen, das man auch im Schiffbau kennt und für das man in großen Tanks Schlagschotten einbaut. Solche Strukturelemente sind auch bei Raketen üblich. Bei den ersten Versionen der Falcon 1 verzichtet man auf dieses Sicherheitselement, da Simulationen gezeigt hatten, dass das Problem eher unwahrscheinlich wäre. Das war jetzt keine faule Entscheidung. Jede Rakete kämpft in der Oberstufe um jedes Kilo an Gewicht. Weiter befürchtete man, dass das Anschweißen von sogenannten Slush Buffers an das Aluminium die Außenhaut unnötig schwächen. Man entschied, dass das Risiko beherrschbar ist und unwahrscheinlich und damit wurde es vernachlässigt. Aber unwahrscheinlich heißt eben nicht ausgeschlossen. Ja, die Oberstufe taumelte außer Kontrolle wegen des herumschwappenden Treibstoffs und ging verloren. Dennoch war man bei SpaceX nach diesem zweiten Start sehr zuverlässig. Man behob das Sloshing-Problem und ja, der dritte Start, der würde jetzt funktionieren. Es kam anders, denn auch der dritte Start endete in einem Fehlschlag. Schlimmer noch, man verlor die Rakete sogar deutlich früher. Nachdem die erste Stufe der Falcon 1 erneut wie erwartet funktioniert hatte, kam es bei der Stufentrennung zu einer Kollision der ersten Stufe mit dem Kestrel-Triebwerk der zweiten Stufe. Was war passiert? Während erst über einen Fehlschlag in dem Mechanismus der Stufentrennung spekuliert wurde, führte die Bild-für-Bild-Analyse des Videos zu der Theorie, dass die erste Stufe, obwohl das Merlin-Triebwerk schon abgeschaltet war, noch leicht Schub produziert haben musste. Ja, das junge SpaceX-Team, das war am Boden zerstört. Man hatte sich innerlich auf einen Erfolg eingestellt. Ja, sie waren beim Start 2 doch schon so dicht dran an einem Orbit. Das wäre die erste privat entwickelte Flüssig-Treibstoff-Rakete überhaupt, der das gelungen wäre. Ja, und nun war man viel früher gescheitert. Anstatt sich von Start zu Start weiterzuentwickeln, hatte man sich zurückentwickelt. Oder zumindest war das das Gefühl, das viele hatten. Als man durch die Analyse des Videos auf die richtige Spur gekommen war, stellte man in den Sensordaten tatsächlich eine Anomalie in den Beschleunigungssensoren fest. Nur ein kleines Promille dessen, was das Merlin vorher an Schub geliefert hatte. Aber das reichte aus, um diesen Start desaströs zu beenden und die Nutzlast der Air Force zu zerstören. Der Fehler konnte auf das Merlin 1C-Triebwerk zurückgeführt werden. Besser gesagt auf die regenerative Kühlung des Düsenhalts. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau unbedingt mein Video über die Kühlung von Raketentriebwerken zu dem Thema. Obwohl die Turbopumpe des Merlin 1C-Triebwerks bereits abgeschaltet war, führte Resttreibstoff im regenerativen Kühlkreislauf dazu, dass die Brennkammer ein kleines bisschen länger mit Treibstoff versorgt wurde. Und hier muss ich auf ein weiteres Video verweisen, nämlich mein Video zum RL-10. Das RL-10 ist das effizienteste Raketentriebwerk aller Zeiten und funktioniert nach dem Expansionszyklus. Der Expansionszyklus erlaubt es, aus der Abwärme des Triebwerks über die Kühlung Leistung zu entnehmen, um durch diese Abwärme den Treibstoff aufzuheizen, der dann expandieren möchte. Daher auch der Name des Zyklus. Im RL-10 wird diese Druckerhöhung dann genutzt, um die Turbine der Pumpe anzutreiben. Beim Merlin 1C in der Falcon 1 beim dritten Start führte dieses Wirkprinzip dazu, dass weitere kleine Mengen an Treibstoff in die Brennkammer drückten, als das Triebwerk, so dachte man zumindest, ausgeschaltet war. Dieser Massensturm führte dann dazu, dass das Merlin 1C noch einen kleinen Moment länger Schub produzierte. Das Phänomen war so klein, dass es bei Triebwerkstests auf dem Testgelände in McGregor nicht bemerkt wurde. Im Vakuum und der Schwerelosigkeit reicht es aber aus, um die erste Stufe in die Triebwerksglocke des Kestrel-Triebwerks zu drücken. Das Tragische war, hätte man die erste Version des Merlin-Triebwerks, die Version 1A, wie sie beim Start 1 und 2 verwendet wurden, verwendet, wäre Flug 3 sehr wahrscheinlich ein Erfolg gewesen. Denn der Unterschied dieser Triebwerksversion war neben einer leistungsstärkeren Turbopumpe unter anderem die Kühlung. Bei der ersten Version des Merlin-Triebwerks hatte sich Tom Muller gegen eine regenerative Kühlung ausgesprochen. Stattdessen wurde das Triebwerk ablativ gekühlt. Hier nochmal der Hinweis auf mein Triebwerkskühlungsvideo. Vereinfacht gesprochen wird bei der regenerativen Kühlung Treibstoff zwischen Brennkammerwand und Triebwerksaußenwand geleitet und führt so viel Wärmeenergie ab, dass die Triebwerksinnenwand dann halt nicht überhitzt. Bei der ablativen Kühlung verwendet man ein Material, das den Temperaturen eigentlich thermisch nicht widerstehen kann.
aber bei seiner Zersetzung so viel Energie abführt, dass die Temperaturen in der Triebwerkswand nicht weiter ansteigen. Das Prinzip kennen wir auch von Wiedereintrittshitzeschilden von Sojus und Apollo. Die Hauptkomponente des Triebwerks, die so geschützt werden soll, ist der Düsenhals, also die Einschnürung nach der Brennkammer, die das Brenngas beschleunigt. Wie das im Detail funktioniert, erkläre ich in meinem Video über Raketendüsen. Das verlinke ich dir hier. Heieiei, das sollte eigentlich kein Werbevideo für Videos werden, die ich schon gemacht habe. Aber einige Sachverhalte sind dann doch so komplex, dass man sie sinnvoll in eigenen Videos verarbeiten kann. Du kannst dir merken, dass die Verengung am Düsenhals für die Effizienz einer Düse wichtig ist und dass an dieser Verengung das Bauteil hohen thermischen Belastungen ausgesetzt ist. Das entspricht vielleicht auch deiner Intuition. An so einer Verengung geht viel heißes Gas vorbei und so wird das Material an dieser Stelle sehr schnell sehr heiß. Und genau diese Stelle war beim Merlin 1A ablativ gekühlt. Und diese Stelle hatte auch schon während der Entwicklung immer Probleme bereitet. Elon Musk meinte laut Eric Berger auch, dass die frühe Festlegung auf eine ablative Kühlung im Merlin 1A einer der größten Fehler in der Frühphase von SpaceX war. Erst recht, da die Wiederverwendung immer Teil der SpaceX-DNA war. Da ist ein Verschleißteil und nichts anderes ist ja ein ablativer Hitzeschutzschild, doch eher kontraproduktiv. Lange Rede, kurzer Sinn, die ersten beiden Falcon 1 Starts erfolgten mit dem Merlin 1A mit ablativem Hitzeschild in der Düse. Da Geschwindigkeit aber auch tief in der SpaceX-DNA verwurzelt ist, wurde permanent versucht, Verbesserungen zu implementieren. Das ist eine Fähigkeit, die ich bei vielen großen Firmen vermisse. Lieber kein Risiko eingehen, sondern beim Altbewährten bleiben. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Der Killer von Innovation und die Zementierung hierarchischer, unflexibler Strukturen. Denn wer sein Wissen auf Erfahrungen aufbaut, hat meist wenig Lust oder sogar Angst, etwas Neues zuzulassen. Das würde die eigene Erfahrung ja wertlos machen. Da könnte ja dann jeder kommen. Jetzt könnte man argumentieren, dass wenn SpaceX etwas konservativer gewesen wäre, der dritte Start ja funktioniert hätte. Hätte Fahrradkette. Ja, außerdem müssen wir uns ja nur anschauen, wie SpaceX, obwohl längst Konzern und größter Startanbieter der Welt, noch weiter innovativ ist. Selbst heute scheut man sich nicht vor Risiken und Misserfolgen, wie wir ja an der Starship-Entwicklung sehen. Ja, dann glaube ich persönlich, letztendlich hat SpaceX alles richtig gemacht. Oder was meinst du? Ist Agilität vor Sicherheit immer ein Erfolgsrezept? Schreib mir doch einfach unter dem Video. Bevor es in die Verabschiedung geht, ganz großes Dankeschön geht natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen Nischenkanal möglich und helft Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Ja, heute ist die Falcon 9 an Zuverlässigkeit und Wiederverwendbarkeit schwer zu überbieten. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich noch nicht mal am Horizont Konkurrenz. Der ganze Erfolg von SpaceX basiert auf dem Merlin-Triebwerk, das seit den ersten Tagen von SpaceX das Rückgrat für den Weg in den Orbit gebildet hat. Sollte die Starship-Entwicklung weiter so schnell voranschreiten, könnte es aber mit dem Ruhestand für das Merlin nicht mehr so weit hin sein. Denn das Starship wird ja bekanntlich mit dem Raptor-Triebwerk angetrieben. Und hier hat man tatsächlich ganz neue Wege beschritten und ein Effizienzbiest mit enormen Fähigkeiten entwickelt. Dafür hat man aber auch ein deutlich komplexeres System in Anspruch genommen. Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Aber wenn es SpaceX nicht hinbekommt, wer dann? Lehn dich zurück, mach dir Popcorn und lass die Jungs und Mädels von SpaceX einfach machen. So oder so wird's spannend. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt's ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.